Computerdogbuch des Captains, Sternzeit 84456,1. Wir sind auf dem Weg ins Kuda-System, wo die Sternflotte eine Flotte zusammenstellt, die in den fluiden Raum fliegen soll, um die Bedrohung der Borg im fluiden Raum zu eliminieren. Die USS Voyager wird sich der Flotte anschließen. Welcome to the Kuda system. I am Admiral Tuvok of the USS Voyager. I will provide tactical assistance on this mission. Ja, und hallo und herzlich willkommen hier bei World of Play. Ich bin der Lutz, nicht Admiral Tuvok. Ich weiß gar nicht, ob ich gerne Tuvok wäre. ja, wir sind jetzt hier im Kuda-System, wie wir schon gehört haben. Wir treffen uns gerade mit der Flotte und was sagen wir jetzt eigentlich, Tuvok? Es ist mir eine Ehre, Admiral. Die Abenteuer der Voyager waren Pflichtlektüre auf der Sternflottenakademie. Ihr armen Schweine, ihr musstet euch alle 7 Staffeln von Voyager angucken. Das tut mir so leid. Ja, sagen wir es ihm. Thank you. Your meteoric rise through the ranks is well known to me as well. Sensors indicate the division between normal and fluidic space is thinner here, making crossing much easier. The Undine have used this location in the past. We will use it now. In Ordnung, dann tun wir das mal. The majority of the fleet will remain here to protect this area. Our team will enter fluidic space, locate, and then survey the Borg presence there. If possible, we will destroy it. When you are ready, Voyager will open the singularity. Ich bin bereit, keine Sorge. Wir gucken uns trotzdem mal ganz kurz die Flotte hier an. Oh, da ist ein Raumschiff der Odyssey-Klasse. Cool. Ah, ich liebe diese Flottenbilder. Und unser kleines Flöttchen bricht auf. Ja, nicht übel. 4 Föderationsraumschiffe, ein Klingonenraumschiff und ein Romulaner Raumschiff. Wie immer ungleich verteilt, aber na gut. Wir haben da unten die USS Venture. Natürlich, die Kamera will immer noch auf die Odyssee fokussieren. Das ist cool. Warum erwähne ich die Venture? Da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Wir fliegen erstmal in die Singularität. Und nein, ich erwähne die Venture nicht, weil es die Nachfahrin ist der USS Venture der Galaxy-Klasse. Nein, das meine ich nicht mal. Nein, nein, ich meine was anderes. So, we have made a successful transition into fluidic space. Unlike our own, this dimension is filled with an organic fluid. The main indigenous life form is species 8472. Sensors are detecting a Borg signature nearby. Your vessel will take the lead in the investigation. We will follow. Ja, wir folgen, nein, halt, wir folgen euch nicht, ihr folgt uns. Das ist doch, naja. Okay, Frage. Ist nicht Species 8472 die einzige uns bekannte Rasse im fluiden Raum? Die Antwort ist eigentlich ja, aber gut, okay. Bestätigt, wir nehmen die Spitze und lokalisieren die Quelle des Signals. So, wir wurden von einer wellenartigen Strömung innerhalb des fluiden Raums erfasst, welche die Steuerung des Schiffes beeinträchtigt. Ich wünschte, uns würde mehr Zeit bleiben, um dieses Phänomen zu untersuchen. Ja, ich habe es immer für einen Bug gehalten, dass wir uns hier im fluiden Raum, wenn wir stillstehen, so komisch fortbewegen. Aber nein! Es ist von Cryptic so gewollt. Das finde ich jetzt sehr interessant. Gut, dann setzen wir mal Kurs auf unseren ersten... Was ist das? Das sieht irgendwie borgisch aus. Das ist auch eine Borg-Vorrichtung. Okay, dann scannen wir dieses Borg-Dinge hier mal. Ja, Science Report. Es scheint sich wohl um eine Art Kommunikationsstation der Borg zu handeln. Ja, ich habe den Text eben schon mal gelesen. Gut, okay, dann lasst uns mal den nächsten untersuchen. Der ist gleich da vorne. Interplex Signalstation, so heißt es. Ja, alles klar. Daten erfasst, Sir. Es scheinen insgesamt 5 Interplex-Stationen aufeinander zu folgen. Die nächste ist gleich voraus. Okay. Dann fliegen wir mal zur nächsten. Da ist er. Ich muss mal sagen, die Farben dieser Borg-Technologie im fluiden Raum passt gut. Sie sind sehr gut getarnt.
dieses komische Gelb. Oder was auch immer das hier für eine Farbe sein soll. Es ist gelb, eindeutig gelb. Gut, dann scannen wir mal die nächste Station. Und... Captain, diese Signalstation scheint eine Subraumübertragung mit Sternflottensignatur aus dem fluiden Raum zu empfangen. What? Wir sollten dem nachgehen, Sir. Es könnte sich um ein Schiff in Bedrängnis handeln. Was geht hier ab? Okay, wir müssen das untersuchen. We've been examining the data on the interplexing beacons, and we believe we may have discovered a vulnerability in the Borg subspace carrier wave technology. If it's acceptable to you, I would like the Venture to remain here and run some tests while you investigate the signal. We may not get another opportunity. Ich habe jetzt die Wahl, dazu Nein zu sagen oder künftig in einer STF einen Endboss zu haben. Leider zwingt mich das Spiel dazu, einen Endboss in einer Ground STF zu bekommen. Das ist in Ordnung. Wir untersuchen das Signal, während die Venture hier zurückbleibt. Alles klar. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Die Map sagt uns, wir müssen... Ah ja, da in diesen gelben Gummihaufen da hinten. Alles klar. Setzen Kurs auf gelben Gummihaufen, voller Impuls. Jung. Gar nicht langweilig, hier so durch die Gegend zu tuckeln. Nein. Quatsch. Der spannende Part kommt gleich. Obwohl ich schön für den fluiden Raum mal zu untersuchen. Vor allen Dingen diese Gummibärchenmasse, die sie hier haben. Das ein Planet sein, this landmass is unique in fluidic space. It is not a planet by Starfleet definitions. If I had to categorize it, I would say it is similar to the coral reefs found in Earth's oceans. Uh-huh. Ground itself is a framework for living creatures. Fascinating. Okay. We are detecting a number of ships in the area. Starfleet, Klingon Defense Force, Romulan Republic, even Ferengi and Cardassian. Most species from the Alpha and Beta Quadrants appear to be represented. Ja. Ach, du heilige Mutter Gottes. Guckt euch das an. Spezies 8472 hat Wolf 359 zu sich geholt. What the hell? Da ist sogar ein Marinekreuzer. Faszinierend. Die Konfiguration dieser Schiffe scheint identisch mit Schiffen aus den Alpha- und Beta-Quadranten zu sein. Ach, das sagte Tuvok nicht gerade. Dennoch können sie nicht hier gebaut worden sein. Ich erfasse Legierungen, die standardmäßig nicht beim Bau von Schiffen verwendet werden. Was? Jawohl, Sir. Auswertung läuft. Die Legierungen entsprechen ikonianischer Technologie. Aber warum würden die Ikonianer derartige Schiffe nachbauen? Was zum Teufel? Sir, ich registriere die Öffnung einer Art von Portal und eine riesige Flotte, die hindurchfliegt. What? Hier ab. Sir, wir erfassen ein eingehendes Notsignal von der USS Venture. Ups, auf den Schirm. Captain Simmons to Voyager. The Borg are here. We're taking heavy fire and need immediate assistance. Ich bin zwar eigentlich das Flaggschiff der Voyager, aber ruf ruhig die Voyager, kein Problem. Okay, wir müssen jetzt der Venture helfen. Ich habe nicht Lust, in Infected Ground Elite gegen Samantha kämpfen zu müssen. Nee, Rebecca war es. Rebecca, genau. Los, wir müssen uns beeilen. Aber das war eben gruselig. Scheint meinerseits, wurden die Iconianer wollen, dass Spezies A472 uns angreift. Das ist eine Rettungskapsel. Dr. Cooper?
befand sich in einer Rettungskapsel, Captain. Er möchte mit Ihnen vom Transporterraum aus reden. Cooper? Warum war Cooper da an Bord? I never should have come on this mission. Ja. I'm a scientist, not an explorer. Take me out of this awful place right now. Beruhigen Sie sich doch erst einmal und reden Sie mit mir. Was ist passiert? The Borg attacked and we had to abandon ship. We were floating here, waiting, and then Undine. They came out of nowhere, tore through us like tissue paper. We shouldn't have invaded their space. They're so strong, we're weak. Please take me out of here. Das passierte jetzt alles innerhalb von dieser 30 Sekunden Spanne, die wir brauchen von der Landmasse zur Rettungskapsel. What? Ich glaube, im fluiden Raum ist auch das Zeitraumkontinuum etwas anders. I don't know. It all happened so fast. She insisted on being the last one to leave the ship. I don't even know if she made it out alive. Now, can we leave? Naja, wir müssen dem Borg ein bisschen Zeit geben, damit sie Rebecca assimilieren können, ne? Na gut, tut mir leid, Doktor, aber wir müssen unsere Mission zu Ende bringen, ja. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Borg das Wissen erlangen, Gummibärchen herzustellen. Ja, ich höre schon auf mit diesen Gummibärchen-Witzen. Was ist das hier eigentlich? Ein Strudel? Scheint beinahe so, als wäre das ein Strudel, ja? Irre ich mich oder? Doch, er wird größer. Gut. Oh mein Gott, der Strudel ist direkt hier an dieser Interplex-Station. Oh mein Gott, wir werden reingezogen. Nein, wir scannen gerade. Signalstation gescannt, Sir. Die Koordinaten der letzten Signalstation wurden heruntergeladen. Diese Signalstation verarbeitet eine enorme Menge an Datenverkehr, Sir. Okay, Kurs setzen zu der letzten. Die Koordinaten, ja, sie ist 2 Meter neben uns, Captain. Aha. Was war das? Das klang wie Ouija aus Star Trek 1. Letzte Signalstation, juhu. Sir, das ist die letzte Signalstation. Ich konnte die Koordinaten der Flotte der Borg erfassen. Wir sind bereits ganz in ihrer Nähe. Schön auch, seien Sie vorsichtig. Ich denke mal, da vorne sind sie. Das sieht aus wie der Unikomplex. The Borg presence is much larger than we anticipated. Nevertheless, our orders are to remove as much of it as possible. Voyager will follow your lead. Okay, dann gehen wir mal da hinein. Und da sind tatsächlich 2 Kommandoschiffe. Ach du heilige Scheiße. Wie viele Schiffe haben wir nochmal mitbekommen? Ach ja, 7. Wow, 2 Borg-Huben. It's enormous! Ship is under attack. I admit that it is an impressive structure. Rear shields failing. 4 shields failing. Target's shields have failed. Okay, dann lass uns mal kämpfen, Jungs. Machen wir hier ein bisschen auf Into the Hive. Eine SDF, die ich leider noch nie wirklich richtig gespielt habe. Mal gucken, das wird sich bestimmt demnächst ändern. Ja, bisher ist ja jetzt hier noch nichts, was ich jetzt nicht erwarten würde, wenn ich ehrlich bin. Hauptsache, Vijo mischt sich nicht ein, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Na komm, Sphere. Die Sphäre bestätigt gerade wieder meinen Gedanken, dass anscheinend Sphären mehr aushalten als Kuben. Ich bin mir sicher, dass Sphären mehr aushalten als Kuben. Absolut. Wo ist eigentlich die Flotte? Ach, die kämpft da unten gegen eine Sphäre. Was auch sonst. Wow, 3 Tage. Was habe ich immer zu meinen taktischen Borkum? 3 Borkum auf einmal aktiviert, würde ich eigentlich sagen. Es sind sogar 4. Tachchen, du da oben. Ja. Ihr habt dich auch lieb. Ja, ja.
Sag mal, wir haben doch die Voyager dabei. Hat die Voyager nicht noch ihre magischen Supertransphasentorpedos? Nein. Super. Tuvok, du bist echt schlampig vorbereitet. Nicht platzen. Ich darf nicht sterben. Nein. Ich habe tatsächlich diese Mission noch nicht einmal geschafft, ohne dabei drauf zu gehen. Deswegen. Das wäre ein Rekord für mich. Buff. Tschüss, Borg-Kubus. Wir sehen uns hoffentlich nie wieder. So, da ist der große Junge, der von oben kam. The diamond is jamming our deflector arrays. We must destroy it before we can retreat. Nicht eins dieser Kommando-Videoschiffe greift ein, sondern die Königin höchstpersönlich. Na klasse. Noch irgendeine Überraschung, nicht Überarbeitung. Das wird gezerrt. Und natürlich schleudert die Tante die ganzen Angriffe von uns zurück. Da kommt ein Torpedo-Spread für die Flotte. Mit meinem Schutzschild. Klasse. Okay, ich würde sagen, Ausweichmanöver Muster Gamma und Angriffsmuster Beta 4. Mal gucken, ob das klappt. Ja, ihre Hülle geht flöten, aber ihre Schutzschilde nicht. Doch, geht's auf deine Seite. Ah. Tante ist gut. Die Tante ist sogar sehr gut. Okay. Ups. Ja, yeah, da sehen wir schon. Die Tante hat auch eine Fähigkeit von uns. Und zwar Antimatter Spread. Darf ich jetzt wieder auf die Tante mal schießen? Danke, Spiel. Komm, hier. Du magst Antimatter Spread? Ich auch. Und Feuer. Bringt bloß nicht viel bei NPCs. Antimatter Spread. Leider. Okay. Dann wollen wir mal ein Attack Pattern Alpha machen. Ich meine, die Tante ist schon runter auf 45%. Wir werden ja wohl die Borg Queen knacken. Oder? Es ist ja nicht direkt die Borg Queen. Wow! Es ist nur ein Borg Diamant, der mir sau viel Damage macht. Boah, nicht sterben! Halt, ich habe Schildpolarität und Kern wieder. Würdest du es jetzt bitte aktivieren, Spiel? Nein, die hat sich eben regeneriert. Das kann nicht sein. Oh nein, die macht schon wieder ein Antimatter Spread. Nur diesmal bin ich nicht davon betroffen. Opening Singularity now. Sehr schön. I recommend an immediate withdrawal. Ja, würde ich auch sagen. Wir sind ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Raus hier. Steuermann, setzen Sie Kurs auf diesen Riss. Wo? Die Voyager ist direkt neben uns gewesen. Öffnet den Spalt aber da hinten. Danke, Tuvok. Ah, Inkompetenz. Raus hier, schnell. Jetzt. Was geschieht hier? Ach, da ist so ein Voyager-Kommandokreuzer. Und, oh. Eine Flotte von Space A472. Uff. Wenn das mal mit den Lockbox-Schiffen genauso einfach gehen würde. Aber natürlich geht das mit der Lockbox-Nico nicht so einfach, einen Kommandokreuzer in die Luft zu jagen. Ach, Cryptic. Okay, es wäre auch ein bisschen dolle OP, wenn man mal ehrlich ist. Obwohl die Vorstellung davon schon ziemlich cool ist. Die Vorstellung allerdings zum Schluss doch nochmal in einen Ladebildschirm festzustecken, ist nicht so toll. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. Und pünktlich zurück zur Medaillenübergabe. We need to report to Starfleet Command immediately. Ja, würde ich auch sagen. We thought that the Undine were responding to a Borg incursion into their space. But it now appears that the Iconians, or some entity posing as them, has created false Alpha and Beta Quadrant ships and sent them into fluidic space. Clearly, the Undine attacked us, because they thought we attacked them first. Das habe ich mir noch beinahe gedacht.
Aber werde ich jetzt befördert zum Präsidenten der Föderation? Ich habe immerhin eine War Queen zerstört. Nein? Na gut, nicht. Ich sehe, sie beginnen mit schlechten Nachrichten. What? Okay. There is some good news. The spread of the Borg nanovirus has halted, and thanks to the doctor's research, we should be able to prevent future planets from being assimilated in this manner. The Borg will adapt in time, but we have also stopped them from transmitting the technique for Undine assimilation to the collective. It is possible they could learn how to do so again. We will need to remain vigilant. Ich denke, Tuvok, dass die Borg das so oder so wissen. Aber naja. Was ist mit dem Borg im fluiden Raum? The Borg in fluidic space were forced to retreat, and logic suggests it will be quite some time before they trouble the Undine again. The end of the Borg attacks in their home might stop the Undine advance into our space. But if the Iconians continued to trick Species 8472 with false incursions, they could decide to invade ours in retaliation. Das ist nicht sehr gut. Was passiert jetzt? Voyager will take Dr. Cooper and the other survivors back to Earth. Okay. I suggest that we all confer with our fleet commanders to determine the next course of action. We have not seen the last of the Undine. Das glaube ich auch. Gut, dann hören wir uns, Admiral. Und irgendwie hat sich die Flotte geändert, weil ich meine, jetzt haben wir da auf einmal ein Raumschiff der Galaxy Dreadnought-Klasse. Naja, besserer Tausch. Ach, da hinten ist sogar eine Nebula, cool. Okay, genug Flotte belästigt, mehr Flotte angerufen. Wir waren zwar nicht in der Lage, die Borg aus dem fluiden Raum zu vertreiben, aber allem Anschein nach werden sich die Undine darum kümmern. Hoffentlich wird das ihrem Vordringen ein Ende setzen. Sagte Tuvok nicht gerade zu uns, dass sich die Borg zurückziehen? Hast du der Rede von Tuvok eben nicht zugehört, Captain? Dennoch ist ihr Bericht über die gefälschten Schiffe im fluiden Raum äußerst besorgniserregend. Wenn die Ikonianer tatsächlich versuchen, die Undinen glauben zu machen, dass wir in ihren Raum eindringen, dann würde das ein ganz neues Licht auf die jüngsten Ereignisse werfen. Leider könnte das aber auch bedeuten, dass die Undinen nun auch ihrerseits eine Invasion vorbereiten. Sollte dieser Fall eintreten, dann steht das Schicksal unserer ganzen Dimension auf dem Spiel. Wir haben immer noch Borg-Technologie, um uns gegen die gegen Spezies 8472 zu verteidigen, wie wir es im Voyager getan haben, oder? Oder? Mehr hast du nicht zu sagen. Okay, gut. Ja, wir kriegen jetzt hier so einen anpassungsfähigen Transphasentorpedo. Okay. Und, ach ja, Antiprotonenwaffen kriegen wir ja. Das ist schön. Dann nehmen wir den Beam. Sehr schön. 22 Undinenmarken, das hört sich auch nicht schlecht an. Gut, Ladies and Gentlemen, das war's mit den Borg-Undinen-Handlungsstrang. Wie geht es jetzt weiter, ist eure Frage. Wir gucken mal. Erstmal ein kleines Fazit zum Vormarsch der Borg. Ähnlich wie es auch schon mit der romulanischen Storyline ist oder wie es jetzt mit den Cardassianern sein wird. Es ist schade, dass man, ich glaube es waren früher 8 Missionen, dass man aus diesen 8 Missionen jetzt 4 gemacht hat. Leider. Trotzdem muss ich sagen, geile Episoden. Vor allen Dingen Assimilierung. Assimilierung war saugruselig, wie die Borg da die Undinen auseinandergenommen haben. Außerdem gibt mir Assimilierung ein unheimliches Elite Force Feeling, wenn ich mal ehrlich bin. Wie in Star Trek Voyager Elite Force in einem Borg-Kubus rumzugeistern, das hat schon was. Ja, und ich finde auch fluide Dynamik, eins finde ich traurig, in Season 1 kam ja der Endboss Rebecca Simon vor, ich glaube damals hieß er noch Manus of Borg, und ich weiß ja nicht, ab irgendeinem Update, es war auf jeden Fall vor Season 9, bevor sie diese Mission überarbeitet haben, wurde Manus of Borg auf einmal zu Rebecca Simon, und jeder hat sich gefragt, wieso? Das erfährt man dann erst Jahre, vielleicht so Monate später, also Season später, sagen wir es mal so, in Season 9 bei Fluide Dynamik, dass Rebecca Simon im fluiden Raum assimiliert worden ist. Warum nicht früher? Na gut, okay. Ist jetzt eine Kleinigkeit, die regt mich auch ein bisschen auf.
Naja, okay. Alles im einen, Vormarsch der Borg. Schöne kleine Storyline. Schöner Beginn dann für die Borg-SDFs, wenn ich mal ehrlich bin. Und ja, wie geht's jetzt weiter mit die Invasion der Breen? Die Invasion durch die Breen, so rum. Ja, und zwar fangen wir morgen an. Wir kämpfen gegen einen meiner Lieblingsfeinde aus Star Trek, die Breen, und zwar mit Kite erwischt. Ja, Botschafter Sura möchte, dass wir uns ins Defera-System im Defera-Sektorblock des Alpha-Quadranten begeben. Wir kriegen, 11.000 Erfahrungspunkte. Ach, jetzt werden auf einmal die Erfahrungspunkte wieder hochgesetzt, Scriptic. Danke. Und was kriegen wir? Ach ja, wir kriegen jetzt das Sprint-Set. Geil, darauf freue ich mich, auf Sprint-Set. Cool. Gut, dann sehen wir uns bei Kite erwischt wieder. Und lasst euch nicht Kite erwischen. Wir sehen uns dann irgendwo da draußen wieder. Bis dann. Schausen. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Worf?